Ja, guten Tag, liebe Pilzfreunde. Heute möchte ich mal wieder in den Wald gehen und dort mal schauen, was es zurzeit an schönen Speisepilzen dort zu finden gibt. Ich werde mich jetzt mal auf den Weg machen. Hier sehen wir einen Butterröhrling, der gemeinhin auch als Butterpilz bekannt ist. Der Pilz hier vor mir, der dürfte etwa so, ich würde sagen, so 7 cm in seinem Hutdurchmesser haben. Der Hutdurchmesser kann durchaus aber auch größer werden, bis zu 12 cm würde ich sagen. Wenn man sich den Hut mal genau anschaut, dann kann man da eine Struktur drauf erkennen, ein dunkles Muster. Die Hutgrundfarbe ist ja so ein helleres Braun, ein goldenes Braun, und darauf sieht man eine etwas dunklere Struktur, die so radialfaserig verläuft. Das ist dieses Fasermuster. Ja, und der Hut ist auch in seiner Oberfläche schmierig und schleimig, besonders wenn das Wetter feucht ist. Heute ist es ja mal ein bisschen trockener, aber diesen Glanz kann man dennoch sehen. Er hat so diesen seidigen Glanz. Ja, und deswegen gehört auch der Butterröhrling zu den Schmierröhrlingen. Die Schmierröhrlinge, die bereitet man am besten derart zu, dass man vor der Verwendung die Huthaut entfernt, denn die Huthaut ist sehr reich an Chitin und deswegen sehr schwer verdaulich. Es gibt auch Menschen, die die Schmierröhrlinge, zu denen ja der Butterpilz gehört, nicht so gut vertragen. Die bekommen dann Verdauungsbeschwerden davon oder auch leichte Vergiftungserscheinungen. Aber in der Regel vertragen die meisten Menschen diesen Pilz ganz gut. Ja, er ist ein Pilz, der eigentlich nicht sehr viel Eigengeschmack hat. Aber es gibt sehr viele Leute, die ihn durchaus gerne essen. Und am besten schmeckt er, wenn er nicht einfach in der Pfanne gebraten wird. Viele Pilze schmecken ja in der Pfanne gebraten hervorragend. Aber bei diesen Schmierröhrlingen ist es besser, wenn man sie paniert und dann in heißem Fett frittiert. So schmecken sie eigentlich am besten, wie ich finde. Ich habe jetzt hier einen Spiegel unter den Butterpilz gelegt, da kann man mal die Röhren sehen. Die Röhren des Butterpilzes sind von einer gelben Farbe. Und wenn man sich das Fleisch dann genauer anschaut, wird man feststellen, dass es zitronengelb ist, so ein ganz helles, blasses, weißliches Zitronengelb, und dass es auch recht dünn ist. Das, was wir hier sehen, ist der Stiel des Butterpilzes. Der Stiel ist von weißlicher Farbe und wird im oberen Bereich gelblich. Und in der Regel weist auch der Butterröhrling einen Ring auf. Der Ring ist von dunkler Farbe. Das kann ein dunkleres Braun sein, aber auch ein mittleres Braun. Und sogar dunkle Violetttöne kommen bei diesem Ring vor. Dieser Ring ist auch recht schnell vergänglich. Es gibt auch noch den ringlosen Butterpilz, der dem Gemeinbutterpilz sehr ähnlich ist. Aber dieser ringlose Butterpilz weist eben keinen Ring auf. Dann gibt es noch den Körnchenröhrling, der ebenfalls ein Schmierröhrling ist und ebenfalls keinen Ring aufweist. Und ebenso gehören zu den Schmierröhrlingen auch der goldfarbene Goldröhrling, der auch einen Ring hat. Und dann noch der Kuhröhrling, der allerdings vom Geschmack her nicht besonders gut ist. Auch dieser gehört zu den Schmierröhrlingen, weist aber keinen Ring auf. Ja, hier könnt ihr den Stiel mit dem Ring noch mal genauer sehen. Hier können wir zwei weitere Butterpilzexemplare sehen, einen größeren und einen etwas kleineren. Der Butterpilz ist ja im Allgemeinen ein recht geselliger Pilz und wächst meistens in größeren Gruppen. Er kommt ausschließlich unter Kiefern vor. Er bildet eine Symbiose also mit den Kiefern. Und er bevorzugt in der Regel auch noch recht junge Kiefern. Man findet ihn also vor allem in jüngeren Kiefernbeständen. Aber ich habe ihn auch schon bei älteren gefunden, da ist er bloß nicht so häufig. Der größere dieser beiden Butterpilze dürfte so etwa 8 cm im Durchmesser betragen. Den kleineren schätze ich so auf 4 cm etwa, also nur halb so groß. Ja, und hier unter dem alten Gras ist noch ein weiteres Butterpilzexemplar zu sehen. Den schätze ich auf etwa 5 cm in seinem Hutdurchmesser.
Ja, hier im Zentrum könnt ihr noch mal den einen Butterpilz von weitem sehen. Und hier ist das Waldgebiet, in dem ich mich befinde. Wir sind hier im Hohen Fläming im Südwesten der Mark Brandenburg. Und das hier ist ein Kiefernforst. Also hier sind ausschließlich Kiefern zu finden an dieser Stelle. Und da ist natürlich ein guter Boden für Butterröhrlinge. Hier könnt ihr noch mal die Röhren des Butterröhrlings sehen, mit ihrer schönen gelben Farbe. Ja, der Butterröhrling sollte immer gut durcherhitzt werden, denn im rohen Zustand ist er nicht verträglich. Ja, hier kann man auch noch mal ganz gut den Stiel erkennen und den dunkelbraunen Ring. Die Röhren sind am Anfang, wenn er noch sehr jung ist, von einem recht blassen Gelb. Das wird im Laufe der Zeit immer dunkler. Und bei alten Butterpilzen geht das dann schon ins Bräunliche. Die sind natürlich dann schon viel zu alt, um sie noch zu essen. Aber dieses Butterpilzexemplar hier ist noch in einem sehr guten Zustand. Und wer es verträgt, der kann diesen Butterpilz unbedenklich sammeln und verzehren. Und natürlich vorher zubereiten, versteht sich. Ja, auch auf dem großen Exemplar hier kann man ganz gut diese radialfasrige Struktur erkennen. Es gibt auch noch ein paar andere Pilze, die diese radialfasrige Struktur aufweisen. Aber bei den Röhrlingen ist es vor allem der Butterpilz, der sie hat. Ich würde übrigens raten, wenn man den Butterpilz zubereitet, dass man ihn etwa eine Viertelstunde, also 15 Minuten lang, gut durcherhitzt. Ja, und viele Butterpilze werden oben auf dem Hut so ein bisschen bucklig. Wir haben dann so einen leichten Buckel und dieser Buckel ist dann in der Regel auch etwas dunkler, geht so ein bisschen ins Schwärzliche, aber nur so ein ganz kleines bisschen. Hier bei diesem kleineren Butterpilzexemplar, da kann man das so ganz gut sehen, dass er so etwas bucklig oben ist. Nach oben hin etwas spitz zuläuft. Ja, das, was wir hier sehen, das ist ein wunderschöner Steinpilz. Ja, der ist auf jeden Fall recht groß in seinem Hutdurchmesser. Ich würde sagen, der könnte so etwa 14, 15 cm sein, der Hut im Durchmesser. Er hat diese braune Farbe. Das kann beim Steinpilz mal etwas heller und mal etwas dunkler sein. Es gibt auch viele verschiedene Steinpilzarten, wie zum Beispiel den Sommersteinpilz, den gemeinen Steinpilz, den etwas selteneren Kiefernsteinpilz. Und sie wachsen auch unter verschiedenen Bäumen, oft unter Eichen, aber auch unter Kiefern kommen sie vor. Unter Birken habe ich sie auch schon gesehen. Hier können wir uns mal den Stiel des Steinpilzes ansehen und erkennen dann auch, warum er zu den Dickfußröhrlingen gehört, denn der Stiel ist recht kräftig. Er hat so eine leichte Netzstruktur. Bräunlich-weißlich ist er gezeichnet. Und in der Jugend sind die Röhren des Steinpilzes weiß und werden dann, wenn er etwas älter wird, so wie hier, etwas gelblich. Hier habe ich mal einen Spiegel unter den Steinpilz gelegt. Da kann man die Röhren von unten sehen. Die sind hier schon etwas gelblich, weil dieses Steinpilzexemplar schon ein bisschen älter ist. Ja, hier, wo dieser schöne Steinpilz wächst, da ist wieder ein Kiefernforst. Hier stehen nur Kiefern. Rings um mich herum alles Kiefernforst. Ja, hier überall so ein bisschen sandiger Boden mit ein bisschen Heidekraut dazwischen. So, und hier unten, da steht dieser sehr schöne Steinpilz. Ja, der Steinpilz ist einer der beliebtesten und schmackhaftesten Röhrenpilze überhaupt.
egal ob es sich um einen Sommerkiefern oder um einen Gemeinsteinpilz handelt oder um eine andere der zahlreichen Steinpilzunterarten. Von ähnlicher Gestalt wie dieser Steinpilz ist übrigens auch der Hexenröhrling. Der hat auch diesen kräftigen Hut und kräftigen Stiel. Aber der Hexenröhrling hat rötlich-gelbe Röhren, also es ist eigentlich ein gelber Röhrenboden mit roten Mündungen. Dann auch im Stiel kann man deutliche Rottöne erkennen und er blaut auch ganz stark beim Anschneiden. Und der Steinpilz, der blaut überhaupt nicht. Der läuft auch nicht blau an bei Druck. Ja, bei diesem Pilz hier, der auf den ersten Blick so ein bisschen aussieht wie ein Goldröhrling, da handelt es sich um einen Körnchenröhrling. Der ähnelt dem Goldröhrling sehr und auch so ein bisschen dem Butterpilz, aber der Körnchenröhrling hat keinen Ring. Er gehört allerdings auch zu den Schmierröhrlingen. Er hat schöne goldgelbe Röhren, einen weißen Stiel, der oben gelblich wird. Das weist ja auch der Butterpilz auf. Aber er ist eben ringlos, der Körnchenröhrling. Und wenn man mal sieht, hier auf der Hutoberfläche, die ist auch so, ja, so seidig glänzend. Und wenn es feucht wird, ist auch diese Hutoberfläche sehr schmierig. Deswegen gehört der Körnchenröhrling auch zu den Schmierröhrlingen. Er ist allerdings weniger bekömmlich als der gemeine Butterpilz, sagt man so. Also da gibt es mehr Unverträglichkeitserscheinungen als beim gemeinen Butterpilz. Ja, liebe Pilzfreunde, wie ihr seht, gibt es schon sehr schöne Steinpilze und auch jede Menge Butterröhrlinge im Kiefernforst zu finden. Das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Ich wünsche euch allen ein recht schönes Wochenende und bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.